Als weiteres System für die GPS-Ortung kann der Spot Trace verwendet werden. Dieser Spot Trace ist unabhängig vom Mobilfunknetz und kommuniziert direkt mit den Satelliten. Und dieser Spot Trace funktioniert auch beispielsweise auf dem Mount Everest oder auch wenn man mit seiner Sonde im Wasser gelandet ist, weil auch dort GPS-Empfang natürlich herrscht. Und so sendet dieses Gerät alle 5 bzw. 10 Minuten, je nachdem welches Abonnement man abgeschlossen hat bei Spot, seine Positionsdaten. Also ist wirklich sehr, sehr zuverlässig und super als Backup-System geeignet. Der Spot Trace an sich ist ziemlich leicht. Der wiegt nur um die 80 Gramm und ist auch spritzwassergeschützt. Also macht ihm nichts, wenn er mal im Wasser liegt. Und hat im Prinzip hier auch nur so einen Ein- und Ausknopf. Und um den Spot Trace jetzt einzuschalten, drückt man diesen Knopf hier rein. Jetzt gerade kann man gut sehen, weil wir hier bei uns drinnen sind in der Werkstatt, dass der GPS-Tracker rot blinkt. Das heißt, er hat keinen GPS-Empfang, ne? Weil wir hier ein paar Betondecken über uns haben und da kann dieses Gerät natürlich nicht senden und empfangen. Und wenn man den jetzt nach draußen legt, dann braucht er ein paar Minuten und dann wird auch hier die rote Leuchte verschwinden. Und um das Gerät wieder auszuschalten, drückt er hier ganz, ganz lange drauf und den Knopf wirklich tief rein und dann blinkt er hier länger und dann geht das Gerät aus. Und um zu überprüfen, ob der Spot Trace jetzt schon funktioniert und seine Positionsdaten übermittelt, kann man entweder eine App auf dem Handy nutzen oder man geht einfach auf die Webseite und loggt sich in seinen Account ein und schaut dann mal, ob der Spot Trace schon seine Positionsdaten übermittelt. Hier auf der Karte sieht man dann, wo man sich genau befindet. Kann man auch auf Satellit oder auf Karte umschalten. Und dann sehen wir hier beispielsweise schon mal den Startpunkt, wo wir uns momentan befinden. Und wenn der Ballon jetzt beispielsweise schon geflogen ist oder gerade fliegt, dann aktualisiert er alle 5 Minuten bzw. 10 Minuten, also je nach Abonnement, wie bereits gesagt, seine Position und lädt das dann auch in diese Karte bzw. in die App rein. Wichtig ist bei dem Spot Trace, wenn dieses Gerät eine längere Zeit auf dem gleichen Standort liegt, dann hat der so eine Art, ich sag mal, Schlummerfunktion. Und zwar sendet ihr dann keine Positionsdaten. Das hat im Prinzip nur den Hintergrund, um Akku zu sparen und Energie zu sparen. Und dann sendet der im Prinzip so ein Stoppsignal. Und dann weiß man, dass das Gerät wirklich an diesem einen Ort liegt und sich nicht weiter bewegt. Und diese Stoppfunktion kann man übrigens auch nicht ausstellen. Das ist einfach so vom Hersteller vorgesehen. Aber es macht ja nichts. Sollte sich die Sonne dann trotzdem nochmal, warum auch immer, bewegen, würde er sich wieder aktivieren und ein neues Signal senden. Also hat die Stoppfunktion auch was Gutes. Und wenn man dieses Projekt auch öfters macht, so wie wir beispielsweise nahezu täglich hier Ballons in Richtung Weltraum schickt, dann kann das auf der Karte auch schon mal so aussehen. Das ist wirklich unübersichtlich und deswegen gibt es hier so einen Datumsbereich, da kann man dann End- und Startdatum quasi einstellen. Wir nutzen für unsere Flüge immer ganz gerne zwei unabhängige Systeme. Zum einen den Spot Trace, der mit den direkten Satelliten in Kontakt steht, über das GPS-System. Und einmal mit dem TK, der über das Mobilfunknetz seine Positionsdaten übermittelt, um halt wirklich eine doppelte Absicherung zu haben, dass man auch wirklich seine Sonde wiederfindet. Und wie der TK funktioniert, dazu verlinken wir euch hier jetzt ein weiteres Video.